Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu der zweiten Folge MMORPGs von A bis Z in 2017. Heute befassen wir uns mit den MMORPGs von D bis F und ich habe ein bisschen was von euren Feedback des letzten Videos aufgenommen und hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen mehr vom Gameplay sehen könnt und mal schauen, wie es bei euch ankommt. Wie gehabt, es ist eine kleine Zusammenfassung, nichts Großartiges, und in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu den offiziellen Seiten und ihr könnt auch gerne eure Eindrücke von einigen MMORPGs unten reinschreiben und auch vielleicht, wenn ich das ein oder andere vielleicht irgendwie übersehen habe. Es ist eine reine Liste für 3D-MMORPGs, die für mich Core-Games sind, keine Browser-Games, keine Mobile-Games, nichts, was in meinen persönlichen Augen kein MMORPG ist. Aber lass uns dann direkt mit D anfangen. Dark Age of Camelot. Bereits 2001 released, Publisher ist Electronic Arts und es ist ein aktuell nicht wirklich Free-to-Play, sondern ein Abo-MMORPG. Bietet einen 14-Tages-Trial, bedeutet, ihr könnt es für 14 Tage komplett kostenlos austesten. PvE, ganz starken Fokus auf Realm vs. Realm und eins der Urgesteine der MMORPGs. Dark and Light. Einer meiner großen Hoffnungen für 2017 soll im ersten Quartal rauskommen. Publisher ist Snail Games und es bietet unter anderem 3 verschiedene Fraktionen, 12 Rassen, 14 Klassen und eine riesige, in sich veränderbare und verändernde Welt. Ich bin sehr gespannt, wie es bei uns ankommt. Checkt die Seite aus, falls ihr euch ein bisschen erkundigen möchtet. Darkfall Rise of Aegon soll im Laufe von 2017 rauskommen, wird von Big Picture Games rausgebracht, erinnert ein bisschen an Elder Scrolls Online, denn es bietet eine First-Person-Ansicht, es geht sehr, sehr stark um das PvP und das Skillsystem ist nicht wirklich eingeschränkt, heißt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt mit jedem Charakter, klingt sehr interessant, bin gespannt, wie es sein wird. DC Universe Online, 2011 released, aktuell von Daybreak Games gepublished. Es ist eine Art Hybrid Free-to-Play MMORPG in einem Superhelden-Universum, sowohl auf dem PC wie auch auf den Konsolen spielbar und mit der offiziellen DC-Lizenz. Defiance, 2013 von Trion Worlds rausgebracht. Es ist ein Free-to-Play-MMORPG, welches auf eine TV-Serie aufbaut, welche mittlerweile abgestellt worden ist. Ihr kennt es wahrscheinlich, ich habe es öfters bei mir auf dem Channel gezeigt. Etwas anderes Setting, Science-Fiction, definitiv ein Blick wert. Divine Souls, Free-to-Play-Action-MMORPG, mittlerweile unter Supper Games und ist 2011 released worden. Nur für den PC, bietet an sich nichts Besonderes, instanzierte Gebiete, verschiedene Klassen, PvP und eine etwas andere Action-Steuerung. Dofus, ein Anime-Fantasy-MMORPG, bereits 2005 released von Ankama Studio. Es ist ein Free-to-Play-MMORPG, welches aber 2D-basiert ist und ganz besonders durch die taktischen Kämpfe, die eben nicht in Echtzeit stattfinden, glänzt. Ein sehr interessantes Konzept mit mittlerweile bereits einem Nachfolger, Wakfu, der später in der Liste kommen wird und deswegen schon etwas älter. Dragonborn Hunter, 2015 von Aeria Games gepublished, ist es ein Anime-Fantasy-Free-to-Play-MMORPG, was ein bisschen an Monster Hunter Online 2 erinnert, aber nicht ganz dorthin kommt. Ihr könnt unterschiedliche Monster finden und tamen, es gibt PvE, PvP, schaut es euch an, wenn es euch eventuell anspricht. Dragon Nest, ein Fantasy-Anime-MMORPG, welches 2011 rausgebracht wurde, damals von Nexon in Amerika von der Gamigo AG in Europa, mittlerweile aber bei Shanta Games wieder in Europa zurück. Es ist ein instanziertes, Action-Combat-lästiges MMORPG mit einem sehr starken Anime-Style, viele unterschiedlichen Klassen und auch eine interessante Geschichte. Dragon Saga, 2011 von Gravity Interactive rausgebracht, ist es ein Anime-Fantasy-MMORPG, Free-to-Play und bietet das übliche Klassensystem, etwas Handwerk und auch Pets. Dragon's Prophet, 2013 rausgebracht, unter Infernum Games, ist es ein Fantasy-MMORPG, was gemeinsam mit Terra einer der ersten war, die eine richtige Action-Kampfsteuerung rausgebracht haben. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, verschiedene Drachen zu ziehen, als Begleiter, aber auch als Kampfgefährten zu nutzen und hat gerade im Kampfsystem wirklich einige interessante Aspekte. Dream of Mirror Online, oder auch Domo genannt, ist 2015 rausgebracht worden von Supper Games. Es ist ein Free-to-Play-Fantasy-Anime-MMORPG, was eher einen Fokus auf das Social-MMORPG bietet, zwar PvE und auch die unterschiedlichen Klassen, aber im Großen und Ganzen geht es darum, mit anderen zu interagieren und was gemeinsam zu unternehmen.
Dungeons & Dragons Online. Damals noch der erste Dungeons & Dragons Titel, mittlerweile gibt es ja auch noch Neverwinter Dungeons & Dragons, ein Fantasy-MMORPG, was auf die Dungeons & Dragons Franchise basiert. Rausgebracht wurde es 2006, aber von Atari gerade jetzt wieder unter Perfect World Entertainment. Free-to-play ist es und bietet das übliche PvE- und PvP-Erlebnis. Echo of Soul, 2015 von Area Games rausgebracht, ein Fantasy-Free-to-Play-MMORPG, welches eben nur das anbietet, was andere auch machen, PvE, PvP, unterschiedliche Klassen, aber nichts Besonderes insgesamt. Eden Eternal, 2011 rausgebracht, ein Fantasy-MMORPG von Area Games, gerade im Anime-Bereich angesiedelt, bietet über 20 Klassen PvE und PvP. Elder Scrolls Online oder auch The Elder Scrolls Online. 2014 von Bethesda Softworks rausgebracht, ein Buy-to-Play-MMORPG, damals noch mit Abo-Gebühren, mittlerweile komplett ohne Abo-Gebühren, ein MMORPG, welches eben in der Elder Scrolls Franchise aufgebaut ist und das Übliche bietet, was auch die ganzen Elder Scrolls Teile anbieten. Elsword, 2011 von KOG Games in Amerika rausgebracht, bei uns in Deutschland betreibt es Gameforge, ein Anime-Action-MMORPG, Free-to-Play, als Sidescroller mit ganz vielen unterschiedlichen Klassen und eher das Gefühl, eine Mischung aus Mario und Devil May Cry zu sein. Entropia Universe, 2003 rausgekommen von MindArk, ein Science-Fiction-Free-to-Play-MMORPG, welches auch ein Social-MMORPG ist. Eine ganz besondere Sache in dem Spiel ist, ihr könnt zwar in den In-Game-Shop Geld ausgeben, könnt aber auch durch Sachen, die ihr in dem In-Game-Shop stellt, richtiges Geld verdienen. Man könnte es als eine Art Wirtschaftssimulation ansehen mit MMORPG-Aspekten. Eternal Chaos Online, 2016 von PlayWebGame rausgebracht, ist es ein Fantasy-Free-to-Play-MMORPG, welches unter anderem PvE, PvP, Open-World-PvP und ein Action-RPG-Style-Combat anbietet. EVE Online, einer der bekanntesten MMORPGs auf dem Markt, Science-Fiction-Setting 2003 von CCP Games rausbekommen. Es hat mittlerweile ein Hybrid-Modell, bedeutet ihr könnt sowohl das Spiel kaufen, wie aber auch Free-to-Play austesten und mit einigen Einschränkungen spielen können. Das große Besondere an EVE Online ist, dass es nicht im normalen MMORPG-Setting ist, sondern es darum geht, ganze Universen zu erkunden. EverQuest, 1999 rausgekommen, ein Fantasy-MMORPG, von dem jeder schon mal was gehört hat. Es ist Free-to-Play, bietet aber auch ein Abo-System für knapp 15 Euro an und wird mittlerweile von Daybreak Games gepublished. EverQuest 2, 5 Jahre nach dem EverQuest-Teil rausgekommen, also 2004, Fantasy-Free-to-Play-MMORPG, auch von Daybreak Games angeboten, bietet mittlerweile ein Hybrid-System mit 5 Euro Abo-Gebühren, 20 unterschiedliche Rassen, 24 Klassen und extrem viel Content. Exile Online, ein Free-to-Play-MMORPG, welches sehr wahrscheinlich 2017 rauskommen wird, von Exile Gaming Studio Limited. Die Besonderheiten an diesem Spiel, eine Cyberpunk-Welt, eine skillbasierte Charakterentwicklung und ein Universum, welches sich immer stetig weiterentwickelt. Fallen Earth, ein Free-to-Play-MMORPG in einem Science-Fiction-Setting, rausgebracht 2009 von Gamers First und es ist vergleichbar mit Fallout im Free-to-Play-Bereich und eben als MMORPG, bedeutet ihr werdet durch die Gegend laufen, in Wastelands und für die verschiedenen Klassen, Rassen und Gegner bekämpfen müssen. Fiesta Online, ein Free-to-Play-Fantasy-Anime-MMORPG, 2017 von Outspark und der Gamigo AG rausgebracht, bietet unterschiedliche Klassen, Kingdom Quests, PvE, etwas PvP, aber im Großen und Ganzen nichts Besonderes. Final Fantasy 14. Das MMORPG im Final Fantasy Setting ist 2013 von Square Enix gepublished worden. Es ist ein Buy-to-Play-Abo-MMORPG, welches euch unterschiedliche Klassen, die Final Fantasy Lore und auch die bekannten und beliebten Final Fantasy Skills anbietet. Florencia, ein Anime-Fantasy-MMORPG, rausgebracht von Birder Interactive im Jahr 2008. Es ist ein Japan-MMORPG, ähnlich wie Fiesta, mit den gleichen Klassen, dem gleichen Setting und einer etwas veralteten Grafik.
Fly for Fun oder auch Fliff ist ein Free-to-Play-MMORPG, welches 2015 von Galanet rausgebracht worden ist und, wie der Name schon sagt, ist einer der Besonderheiten dieses Anime-MMORPGs, dass man ab Level 20 mit unterschiedlichen Skills auch fliegen kann. Forsaken Legends, ein kommendes MMORPG, sehr wahrscheinlich in 2017, Buy to Play wird es sein. Es wird von Holy Fire Games gepublished werden in einem Fantasy-Setting und wird gerade einen Fokus auf PvP, Crafting und Housing haben. Forsaken World, ein Free-to-Play Fantasy MMORPG, 2011 rausgekommen von Perfect World Entertainment mit 5 unterschiedlichen Rassen, 8 Klassen und natürlich das altbekannte PvE und PvP-Angebot. Das waren dann jetzt die MMORPGs von D bis F. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und Meinungen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind alle Links zu allen MMORPGs. Ihr könnt euch auch gerne die letzte Folge oder auch meine MMORPG-Playlist anschauen. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und falls ihr mich noch nicht kennt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und bis dahin sage ich ciao. Ich bin da mal raus.